Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Twivers. Ja, und ich weiß genau, was Markus gerade gedacht hat, deshalb war ich so verwirrt, weil ich habe ja 1, 2 und dann ganz lange nichts und dann 3 und ich habe genau gewusst, Markus sitzt da und denkt sich, oh, wann fängt der an? 2 Sekunden länger Bart, wo nichts kommt. Das lag nämlich genau daran, dass ich kurz vorher einen Schluck getrunken habe und ich ein leichtes Aufstoßen verspürt habe und dann mir gedacht habe, okay, das verzögerst du jetzt nochmal eben. Und dadurch ist jetzt alles hin und keiner weiß, dass Markus, Joris, Kai und Manuel dabei sind. Hallo. Oh ja, mich habt ihr schon gehört. Ja, gehört, aber dass du der Markus bist, beziehungsweise der Sinn ist, weiß auch keiner. Das wissen viele nicht, weil das kriege ich jeden Tag mit. Wer bist du, der im Häcksler sitzt? Ja, keine Ahnung. Gott. Du bist Carbon 2, ne? Ungefähr. Ich hätte mich wirklich Carbon 2 nennen sollen. Carbon the Second. Da hätte sich Carbon bestimmt bei dir beschwert. Boah, das ist 180 Grad fahren, ist scheiße. Da dreht das Rohr immer so spät erst. Ich liebe ja echt JCB beim Abfahren fahren. Weil so schnell ist, oder was? Der ist irgendwie so mit Lenkrad gerade so richtig couchig einfach. Das ist wie Zugfahren. Wie auf Schienen. Ja. Joris, mach mal Insel. Ja. Hat natürlich auch einen Mörder-Wendekreis. Bei die 180 Grad, das nervt mich, wenn du nicht einen Knopf drücken kannst und das Rohr geht einmal auf die andere Seite. Ja, das wäre nochmal ein cooler Script, so einmal Knopf drücken und 180 Grad, dass sich das Rohr einfach dreht. Ja, das ist so nötig teilweise. Ich habe ja letztens eine Diskussion irgendwie ausgelöst. Ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, worüber wir da geredet haben, aber auf einmal habe ich ganz viele Kommentare dazu gekriegt. Ich finde es gut, dass du so viel in Cockpit-Perspektive fährst und ganz viele von wegen, ja, spiel mal mehr in Außenperspektive. Ich weiß nicht, was wir da erzählt haben, aber da kam eine Riesenwelle an Kommentaren. Keine Ahnung. Oh, guten dies Kommentare. Welches Feld soll ich nochmal machen nach Feld 7? Ist egal. Also Feld 7 bist du schon fertig. Ja. Feld 12. Lesen tue ich wieso alles. Stimmt noch nicht, beantworten. Ja. Damit ich mir so ein paar. Gerade wenn es um Mods geht, beantworte ich nicht. Wenn es in der Videobeschreibung steht, beantworte ich nicht. Damit fallen dann 90% der Kommentare raus. Weil wie mache ich beim Community Server. Ein bisschen lieber in den Mess hinein, als wenn du hinter mir fährst. Auf jeden Fall, wie mache ich beim Community-Server mit, wird mir ungefähr 50 Mal am Tag Kommentare gestellt, so ungefähr. Und da steht auch schön ganz oben in der Videobeschreibung. So gut, jetzt verliere ich ein bisschen Geld. Hey, das ist meins. Nicht so viel. Okay, du kannst aber, wenn du willst, auch zwischendurch sehen. Mega. Überall. Also auf Feld 12 könntest du zum Beispiel Raps machen. Ja, ich grobe jetzt erstmal. Auf einem nagelneuen Feld. Ja, aber das muss ja auch erstmal gegrobert werden, oder? Ach ja, stimmt, muss ja erst. Ja. Wir haben jetzt nachher... Aber er ist so schnell, dass er schneller ist als der Häcksler. Im Grobe. Ja, ich habe ja auch mehr Arbeitsbreite und fahr schneller und muss nicht stehen, sozusagen. Ja, stimmt schon. Aber ich habe nur mal so ein Feld Vorsprung gehabt. Mehr. Da oben die 2 hattest du. Ihr wart auf Feld 7, als ihr angefangen habt. Ja, das war nix. Joris, bist du gerade bei Markus? Ja, ja. Wie voll bist du? 65. Okay, dann warte ich einfach mal hier vorne. Ich finde es cool, dass sich das Bildschirm beim JCB ändert, beim Gas geben. Da steht ja, er ist Limiter und so weiter. Ist ja cool. Es ist unten die Anzeige, was auch vom ES Limiter ist. Ja, aber trotzdem, dass sie da eingebaut ist, geil. Fällt der Herr heute erst auf? Ja. Ach, guten.
Aber ich fahre den auch eigentlich. Also auf dem Feld fahre ich ja meistens in Außenperspektive. Und deshalb fällt mir der ES-Limiter da nicht auf. So. 86%. Geht sich das noch aus, Markus? Na. Nicht ganz. Bin unterwegs. Geht sich leider nicht ganz aus. Ich bin auch schon wieder auf dem Rückweg. Ist Performance noch soweit in Ordnung? Jojo. Zwischendurch kommen so kleine Ruckler rein, aber. Ach so, wegen Xerion ist ja auch stimmt. Mir ist es nämlich gerade ein bisschen aufgefallen, in einer Richtung habe ich gerade generell nur so knappe 23 FPS. Ja. Keine Ahnung, ich habe 30. Nein, ich habe den Scheiße. Man hat jetzt gerade meinen Facebook gehört oder sonst irgendwas. Ich vergessen den Browser zu schließen, vorher wo ich nachgeschaut habe. Ah, wurscht. War Force Mod denn da? Also die neueste Version? Nein, ich habe den nicht geschaut. Nein, ist nicht. Okay. Oh. Der dreht jetzt gerade so extrem. Was ist denn da los? Manuel, rechts von mir, stelle ich hin. Ja. Yep. Na, wo ich nachgeschaut habe, habe ich ja wegen deinem Bad nachgeschaut. Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja geschaut, wie viele Folgen wir noch bis 500 haben. Also bis wir so richtig krank sind. Ich könnte jetzt hinaus-switchen und den kurz zumachen. Weil es wird ja weiterhin aufgenommen. Das ist das Geile bei einem Afterburner. Ganz schön cool. Was benutzt du jetzt? Im Moment benutze ich Afterburner. Okay. War noch zu faul, mal wieder die Story abzudaten. Gibt's da neue Version oder was? Ja, kommt, weiß ich nicht, einmal im Monat eine neue Version. Dass die X-Story keine 64-Bit-Aufnahmen machen kann? Doch, klar. Von 64-Bit-Programmen? Hatte ich nie Probleme mit. Was war das denn bitte? Ich habe ja Landwirtschaftssimulator auch als 64-Bit. Verknüpfung. Ja, darum wundert es mich, ja. Manikus gesagt. Ja. Alter, was war denn jetzt kaputt? Was ist denn? Ich fahr ganz normal über die Brücke, auf einmal fliegt mein Trecker los und voll in den See rein. Bist du hinten am Anhänger irgendwie hängen geblieben, oder was? Das kann sein. Da musst du mal von aufpassen. Soll ich dich zurücksetzen? Und du musst machen, zurücksetzen, wollte ich gerade sagen. Alter. Das hatte ich noch nie. Jojo. Jojo, ja. Nee. Ich hatte gestern Skülle fast dran und dann hat mein Onkel zu mir gesagt, ja, fährst du ins nächste Feld drüber. Ich wusste, welches Feld. Und dann ging es dann an leichten Stellen Berg hoch, Grasberg. Ich hatte ein komplettes 15 Kubik Fass oder waren es 18? Ich weiß nicht mehr genau. Waren glaube 18. Und dann halt unseren alten Fan drin, wo nur 116 PS hat. Und ich dann so, gut, fährst du jetzt da den Berg hoch oder fährst du den Berg hoch? Hat der eine Variotronik, halt stufenloses? Nee, der ist ja 30 Jahre alt jetzt schon. Mit stufenlosen wärst du gar nicht draufkommen. Hoch, komm schon hoch. Da geht er aus. Wenn du 15 PS Schlepper hast, dann schaffst du keinen 18,5 Kubik fast so wirklich. Doch, der ist schon alt, der hat Turbomatik drin und... Ja, nein, ich hab mal eher mit einem stufenlosen. Bringt, oder? Ja, Geschwindigkeit und. Nein, den wirkst du auch nicht so schnell ab. Okay. Die alten Fans kannst du sowieso nicht abwirken, wegen der Kupplung. Das ist eine Ebenetzkast. Irgendeine Schwingkupplung, die geht mit Öl. Ja, die haben sie jetzt auch noch. Für Deuler. Ja, Vario ist sowieso was ganz anderes. Ja, aber das ist ja kein Vario. Ja. Wie voll bist du, Manuel? Wie bitte? Ich schätze 80. Okay. Ja, jetzt 80. Mensch, Markus! Als Häckslerfahrer weiß man sowas. Die Folter nicht ganz. Also wenn ich hinten bin, habe ich wahrscheinlich 80. Super duper. Halt eine Länge noch circa. Aber jetzt ist echt die Frage, wir haben eigentlich zwei gute große Schlepper. Nehmen wir jetzt einen Magnum oder suchen wir uns einen anderen Mod? Ich würde noch Felder kaufen. Ja, Felder sowieso, aber einen Magnum oder einen halt großen Schlepper für wenn wir mit 5 Leuten sind, wäre nicht schlecht. Ansonsten ist eigentlich Hauptziel, denke ich mal, Felder. Kannst dann Käse Steiger kaufen.
Nein. Dein Ernst? Keine Ahnung. Ich auf kann der mit dem Ding hier noch nicht fahren. Weil ich mit Tastatur fahre. Ja. Ich hab das Kniegelenke vergessen. Obwohl, du kannst den. Wenn dann, wieso den Quad? Weil der doppelbereifte, damit kommst du nirgendwo durch. Gaming Quad trag, meine ich hier. Kauft ihn in Deutsch? Nein. 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 Höchstens den größten TTV, Werkstatt. Aber den mag ich auch nicht. Guten hat keinen Bock jeden Tag in die Werkstatt, weil die Vorderachse wieder weggerollt ist. Guten 180. Na guten. Oder wieder irgendwelche Plastikteile ab sind. Hast du es mitgekriegt, wie Nico sich darüber aufgeregt hat, Guten? Ja, ja. Was für ein Deutz hatte der da nochmal? Keine Ahnung, aber irgendwie auch ein neueren auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, Deutz hat irgendwie schlechten Ruf. Ja obwohl ich fahr selber Deutz halt, aber einen alten D40 noch. Die DX oder was? Nee, D40, 1964. Also deswegen noch vor den war DX, ich auch extrem froh. Also noch vor den alten sozusagen. Genau, die ganz alten. Aber die Baureihe, wo der auch der Deutz 11er drin war. Das sagt mir jetzt genau gar nichts. Ne, mir auch nicht. Die sagt der Deutz 11er nichts. Nein. Das ist der Kultbauernschlepper. Nein, das ist der 15er Steirer. Nee. Nee. Sicher. Ich bin Österreicher und nicht Deutscher. Okay, das ist was anderes. Müsste es dich eh ausgehen, oder Markus? Ja, eigentlich soll das reichen, wenn ich genau hinterher fahre. Ja, nur bei deinem Schlepper. Kannst du ein bisschen ausholen, wenn es geht, vielleicht? Dann sollten wir es leichter. Können wir wirklich 180 Grad fahren? Ja, machen wir. Probieren wir es mal aus. Boah, wie viel kosten wohl alle Felder, die wir jetzt noch zu kaufen haben, insgesamt? Was hat das jetzt kostet? 280.000. Wie viel Hektar? 5 oder sowas. 5,3 glaube ich. 5 Euro kostet hier der Hektar. 5 Euro, geil. Ah, 5 Euro der Quadratmeter, meine ich. 5 Euro der Hektar, ich nehme 2. 5 Euro Hektar, Also... 25 Euro für 5 Hektar, ja, gerne. Nein, 5 Euro der Quadratmeter. Kostet hier. Ist das ungefähr wie in echt? Ich habe keine Ahnung. Kannst du ungefähr rechnen. Okay. Naja. Also genau, solange du keine Felder und Dorf drin hast. Boden. Ach nee. Aber bei uns ist das für 5 Hektar kriegen wir jetzt nur allein an Pacht. Wie viel waren das? 6.000 oder so? Ja, das ist aber utopisch. Was für ein Boden? Goldboden, also das wird geschürft. Nee, das ist fast der verseuchte Boden im Wendland, also. Keine Ahnung, was die Bodenpunkte sind. Oh, wie viel? Nein, aber bezahlen wir für Moorboden 30.000 den Hektar oder so. Also für Moorboden. Ja, aber bei uns ist es, hier ist noch nicht so der Konkurrenzkampf wegen den großen Biogasanlagen, ist noch nicht so doll da. Weil bei uns genau da, wo die Felder halt sind, 5 Kilometer weiter ist ehemalige DDR. Jetzt und dadurch 1000 Euro bekommst du einen Hektar, das ist viel. Markus, ich komm zu euch. Gebt bei uns den Hof auf. Komm zu euch. Weil wir kriegen für unsere 4 Hektar knapp, was wir verpachtet haben, kriegen wir, ich glaube, circa 1600. Ja, Pacht. 1600, aber ich habe jetzt Pacht. Von Kaufen geredet, ne? Ach so, Kaufen. Bei uns kostet der Grund circa Wiesengrund ist. Mit irgendwo halt Feldgrund ist der Quadratmeter knapp bei 50 Cent oder so irgendwas. Und Wiesengrund ist ein bisschen teurer. Wiesengrund ist billiger. Wiesengrund ist 1 Euro und Feld ist 1,20 oder sowas. Mhm. Der Quadratmeter. Ist das nicht beides relativ günstig? Ja, 96. Ja, wir haben ja Lehmerde, halt, wir haben scheiße Erde im Endeffekt. Du meinst, sobald ein Regenschauer ist, kannst du mit dem Trecker nicht mehr drüber fahren. Aber hier sind die Böden auch relativ lehmig. Aber du hast halt nicht so einen Ertrag.
Wir haben ein relativ raues Klima. Wir dreschen als letztes in ganz Österreich. Wir haben den geringsten Ertrag von Österreich. Also da haben wir dieses Jahr sehr gut eingefahren. Ertrag. Was habt ihr runtergeholt? Was hatten wir? So eigentlich immer um die 120 Doppelzentner. 6 Tonnen auf dem Hektar? Lass mich jetzt mal kurz nachdenken, ich hatte da schon wieder eine Weile her. Ja, das kann so hinkommen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja gut, wir hatten 8 vom, was ist das hier, Knickmarsch. Wie viel Prozent hat bei euch besser. So der Raps? Raps haben wir nicht. 100. Ja, Weizen. Ja, der Bart hat nämlich auch 100%, deshalb würde ich sagen, ja, wir sehen uns morgen wieder. Dann starten wir auch wieder bei 0% bzw. bei 1% und dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.